gleich wieder als neue Folge speichern. Ich hab doch gesagt, das sind sehr viele Überlebenskämpfe heute. Na ja. Ja, das war jetzt gerade lustig. Kam da von hinten, weißt du? Ich bin Kevin schön gebettelt auf Eber der Morgus. Ja, vor der Ziellinie. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Vor allem der Crash vorher. Ich bin da irgendwo hängen geblieben, bin an die Tunneldecke oben dran geknallt. Total abgeschlossen. Weißt du, dann gewinnst du trotzdem noch. Total unverdient. Das ist aber ja, nett, dass ich gerade auch. Hallo, schön. Wenn die von hinten bleibt da stehen. Ich glaube nicht, dass die von hinten kommen, oder? Wenn die nur von vorne kommen, wär's gut. Ja. Ich hatte gerade was Schönes in der Aufnahme, in der Kamera. Jetzt ja. What the fuck? Das spawnt einfach ein Transporter. Ja, ja. Alter! Lübe! Nee, nee! Hier, wer ist denn auf der anderen Seite? Da muss ich mal umdrehen, die brechen halt durch. Jo, da kommt Bomber! Da kommt Heli und so auf uns zu. Aber bums. Junge, da oben ist ein Bomber oder sowas. Enrico, was machst du denn hier? Au! Wie geht's? Alter, ich bin gleich tot. Hier geht's ja voll ab, Alter. Ja, das ist jetzt mal gerade Welle 1, Leute. Was kommt ihr mit Welle 10? Beim Panzer oder was? Hast du noch der das Flugding da oben? Jawohl, sehr schön. Alter, das war gerade mal Welle 1. Was geht denn da, wie gesagt, bei Welle 10 oder 11 oder was am Ende? Komm, wir sind alle über 20, ne? Ja, vom Alter her sind wir alle über 20. Ja, wir haben außer Enrico. Vom Verhalten, ja, nicht. Hallo? Ich bin 20. Was, du bist 12? Ah. Das hat klar einiges. Vom Kopf her manchmal. Wenn ich 12 bin, dürfte ich nicht hier sitzen, oder? Bei euch. Wir haben immer nur so tolle Art. Da hilft nur rohe Gewalt. Scheinbar, ja. Wieso kannst du die Waffe nehmen? Die konnte ich nie auswählen. Markus, du stehst beim Weg. Kümmer mich um die Luft. Alter, was geht ab da hinten? Bin tot. Ist uns aufgefallen, ja. Da geht aber auch eine Menge ab, ey. Ja. Ich will nicht sagen, aber ja, wie gefällt mir das Ding? Fünf Schutzkills. Alter Kevin, was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Ja, ab und an hier aber dann treffe ich auch mal ein bisschen was. Ach, nee, Enrico, geh in die andere Box, das ist meine. Geh dich halt in die andere Box. Nee, ich wollte nur kurz Deckung nehmen, weil ich schreiben muss. Alter, jetzt geht doch mal hinter die... Jetzt. Die Box hier ist scheiße.
Wie die Zombies. Überall Molukken, überall Molukken. Da kommen wieder Autos. Alter! Habt ihr die Helis im Rücken? Der macht nicht, glaube ich. Also bis jetzt hat er nie was gemacht, das ist ja das. Wie man sehen kann, liebe Zuschauer, wir bei Crazy Fuck YouTube wissen, wie man richtig knallt. Ach. Aber das ist Kevin von zu Hause gewohnt. Aber nur wenn du zu Besuch bist. Auch bei dir noch nicht zu Besuch. Erzähl den Leuten nicht sowas. Wir filmen das am Ende noch. Also ich meine, den Flieger weg. Enrico ist deiner, ne? Ich hab keine Raketen mehr. Keine Lenkraketen. Ich hab noch. Kevs Freundin, das ist nur hier inkognito. Eigentlich ist er ja mit Sven. So, erledigt. Ja, wie du selber sagst gerade, inkognito. Ein Kock im Po. Wieder 47, was macht denn der? Ich räume auf hier. Überlebenskämpfe kann er. Irgendwie, ja. Nur nicht das. Ja, kämpfen, aber nicht überleben. Deswegen ist er auf Facebook so beliebt, weil er Überlebenskämpfe so gut kann. Ja, scheinbar. Boah, Alter, was ist das hier? Aber eigentlich geile Map. Scheinbar, ja. Oder? Oder was sagt ihr? Oh. Verschwende die Raketen nicht. Die brauchen wir für die Flieger. War keine Raketen. Achso. Ja. Also nicht die Lenkraketen. Alles ist ungelenkt, das ist egal. Erstmal aufräumen hier. Ganz gut, ne? Ja. Der Heli macht doch was, der schießt. Ja, nicht der Heli selber, da sitzen Leute drauf. Leute, der hält ja gar nicht drauf. Enrico ist enttäuscht, meine Damen und Herren. Der Heli geht, der Flieger geht schon hinterher, die Rakete. Also das sagt Kev auch immer, wenn er mit Sven fertig ist. Oh, der hält ja gar nichts aus. Ja. Aua! Jetzt hatte ich schon eine Panzerung, ist wieder weg, Alter, zum Kotzen. Jawohl, sehr schön, Sven. Schön. Es scheint irgendwie Kevs Map zu sein. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Du brauchst auf nichts kommen, keine Sorge. Doch, auf meine Frau. Bist du verheiratet? Nein, nicht... Im Geiste. Im Geiste. Das andere ist doch nur ein Stück Papier. Oder? Nee. Nicht akzeptiert. Einwanderungsbehörde sagt nein. Das sagt Sven zu Kev auch immer. Einwanderungsbehörde sagt nein. Da kommen schon wieder Autos. Eine Wand aus Explosionen, Alter. Ja, ist so. Hier muss ich erinnern, um das fliegende Gelumpe oder wie ist denn das? Warte, ich komme nicht um den Edi. Aber das Flugzeug kann ich nicht, weil ich habe keine Lenkraketen mehr. Ich
Ja, wohl wieder. Na, ich glaube nicht. Das jawohl! Will. Jawohl! Ich hab einen Kevin! Ja, nach drei Wellen gewinnst du auch mal was. Das ist Glückwunsch. Ey, drei Wellen ist besser als keine Welle, ne? Dauerwelle. Vor allem, wir haben es gleich schon um 12 und wir sind, glaube ich, gerade noch beim vierten oder fünften Spiel der Playlist. Ja, leider. Immer. Ja, die Überlebenskämpfe sind halt sehr zeitlastig. Ich kann während dieses Jobs keine Munition kaufen, okay? Ja, habe ich auch schon probiert. Ja, scheiße. Das muss ich jetzt mal, muss ich jetzt nicht. Hier feiert Silvester, ihr Penner. Da ist wieder Heli. Was? Wo? War mal. Keine Ahnung. Das Flugzeug ist irgendwie sinnlos. Das ist eigentlich nur ein Platzhalter. Als Gefühl. Ja. Sehr gut. Hat der Mann noch irgendwie? Ich hab nämlich nichts mehr. Natürlich! Oh, das Flugzeug feiert Silvester mit dir. Ja. Aber der sitzt trotzdem immer drin in dem Flieger, weil irgendwie habe ich gerade auch Schaden bekommen, als der vorbeigeflogen ist. Sehr schön. Wer sonst außer mir, hä? Ja, denke ich mir auch gerade. Ja, und jetzt war es nicht so viel. Nee. Hast du gesehen, Kevin? Hä? 37 Kills? Ja, habe ich jetzt dreimal hintereinander geschafft. Wildes Huhn findet auch mal einen Korn. Oh, ja. Deswegen triffst du auch immer sein Loch. Beide. Zombie Army. Die hat gesessen. Ja, genau, Enrico. Das ist nicht Enrico, das bin ich. Ja, normalerweise ist immer Enrico, der dann zum Ding rumhantiert. Deswegen war ich jetzt tot. Mit der Waffe also. Ziemlich theatralisch. Enrico regelt. Ich bin auch tot.
Rico, wir werden überrannt. Sven, pass auf, bei dir auf der rechten Seite steht auch noch einer von dem Ding. Nein, Blondie, du machst das. Alter, sind die heftig, ey. Mhm. Ja, Problem, wenn du nicht mal deine Munition auffüllen kannst, dass du mal irgendwelche Raketen oder sowas hast. Das wäre ja nicht. Ich glaube, du hast, glaube ich, von jeder Seite noch, auf jeder Seite noch einen. Auf deiner Seite ist auch noch einer, Sven. Ja, ja, mach dich mal die nass. Ach, ich mach mich nicht nass, keine Sorge, ich mach lieber dich nass. Also, das wird sein Charakter. Oh! Sehr schön. Ich habe uns ins Spiel gehalten. Ja, du hast ihn festgehalten, genau. So, auf. Hauptsache liegt meine Waffe noch hier unten. Da muss hell leuchten, das ist mein Atomisierer, da bin ich eben gestorben. Man sieht übrigens an der Mauer unten, dass auch Miniguns zum Einsatz kamen, bei den Löchern, die da drin sind. Bisschen verstreut, ja. Ich will auch keine Panzerung mehr, auch Panzerung. Spring doch mal da hoch, Mensch. Auf der Ecke, wenn ich schicke, dass man seine Leute zusammenhalte. Kavabums, bum, bum, Explosion und Krawall und. Also, wollte ich mich verarschen, ich hab die ganzen Panzerungen aufgesammelt. Du kannst die aus deinem Inventar aufnehmen. Das geht tatsächlich. Ja, schießt ihr immer oder bleibt ihr einfach nur in Deckung? Ich schieße die ganze Zeit. Ich schieße auch. Aber ich was treffe, ist was anderes. Ich schieße und scheiße. Also hier stehen die ganzen Fahrzeuge. Achso, das Flugzeug noch, ne? Nicht mehr, gar nichts mehr, ey. In die Richtung. Nein, ich hab daneben geschossen. Reißt jetzt durch die Gegend. Das ist aber auch ja nicht zum Auffüllen, ne? Keine Raketenzeugs. Ich würde auch mal drauf tippen, wenn du nur das Aufnehmbare hättest, Alter, wäre das hier echt sehr viel schwieriger. Ich habe gar nichts mehr fast am Leben, ey. Das fliegt auch noch viel, wenn das Ding auch noch schießt. Hat der Kinder eine Granate? Was ist mit einer Granate da in der Höhe? Rett mir das Scheißding eigentlich mal? Ey, ist die achte Welle. Na, verdammt. Die kannst du auch nicht hoch. Ist das Ding jetzt hin?
Wenn man jetzt mal die Munitionskosten hochrechnet, die Sven und Kev und so hier verballern mit der Minigun. Du wirst arm. So, Leben, der keine Raketen mehr hast, ne? Ja, auf die Seite darf man also nicht. Nee, da hoch, da kannst du nicht hoch. Hab ich hier irgendwas, was man zielen kann? Nee, nee. Hier! Na endlich! Jawoll! Geh doch! Warum nicht? Und beim nächsten Flugzeug dann, und was machen wir jetzt? Haben wir gar nicht mehr. Alter Verwalter. Ey. Ich würde den Scheiß Witwen machen, habe ich den auch noch irgendwo? Dann müsste doch irgendwo noch bei mir drin sein. Naja. Sven packt das Laserschwert ein. Ich hab's gerade gesehen. Ah, scheiße, ich habe auf meinen Gesundheitszustand nie geachtet. Nee, ich auch nicht. War wahrscheinlich das Problem an der Sache. Sorry Jungs, Schwarzwisch. Ah, damit die anderen auch mal Kills abkriegen. Nicht immer nur wir. Na, dass du heute mal aufkriegst, ist ein Wunder. Außer Pappschein, hast du sonst nie was getroffen. Oh, nee, nicht wirklich. Aber alles gut. Ich glaube, das wird sein hier die letzte Welle. Was hier gerade wird. Ja, das, Alter, was da gerade auf uns zukam. Enrico! Enrico, der macht das jetzt. Der rockt das Ding heute weg. Komm, ich habe bei der 7 auch geschafft, alleine. Da schaffst du die Welle 9 hoch. Sind da kaum Leute da. Na eben. Da haben wir ja schon größer Zweck geschossen hier. Ah, jetzt wenn die von zwei Seiten kommen, ist mies. Hinter dir, ja, Enrico, hinter dir Enrico, ja genau. Schön, gut reagiert. Ja, die kesseln jetzt natürlich ein, ne? Einer ist... Ne, der Enrico muss einfach nur hinter sich die schießen. Jetzt kommt der noch, schieß, 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 schieß. Genau. Genau. Ich rede jetzt nie, ob du was für das Flugzeug hast. Da steht einer genau hinter dir. Du schießt die falsche Richtung. Ja, der hat aber auch Kämpfe. Gegner. Der hat, glaube ich, der Gegner auch gerade hinter sich. Der Typ steht wirklich so beschissen, sieht er Enrico Boni. Jetzt, hinter dir! Genau, einer kommt jetzt dann wahrscheinlich in deinen Rücken, weil der gerade nach vorne gelaufen ist. Gut, dann hast du. Jetzt hast du noch zwei und dann das Flugzeug. Einer steht vorne. Der kommt jetzt Enrico, vor. Enrico, unser Supersoldat. Der steht, glaube ich, genau hinter dem Betonklotz. Ja, hol erstmal Panzerung und Dings. Medipack. So wie Enrico gerade rockt, ist der eigentlich mal hier sein SM-Soldaten-Auto, das er ganz am Anfang mal getragen hat, wieder anziehen. Das passt da irgendwie. Ja. Scheinbar. Ich habe immer gedacht, da Witten mal vor, ist Quatsch, aber das macht er richtig Gaudi, das Ding. Ah, das war schon teuer, ne? Da ist er wieder, der Söldner, der von Crazy Five YouTube. Die letzte Bastion der Gruppe. Hm. Richtig. Darum haben wir ihn angeheuert. Wenn du das, ich wollte gerade sagen, wenn du versuchst mit dem Dings abzuschießen, dann fliegst du voll.
scheitert das wieder an dem scheiß Flugzeug, weißt du? Ja, das Problem ist, dass er alleine ist. Ne, wenn er wenn's genau drauf zukommt, hat er gute Chancen, das permanent abzuschießen. Mhm. Jawohl! Jawohl, Enrico! Nice, unser Mann! Toll. Unser Mann! Hast du gut gemacht, ja. Das war jetzt aber jetzt war jetzt vorbei. Das war jetzt. Jetzt sterben wir wieder alle weg und Enrico macht das dann schon. Nee, nicht nochmal. Der rockt jetzt den Überlebenskampf. Nee, das ist die letzte Welle, das schaffen wir heute, komm. Ich weiß gar nicht, ob das heute die letzte, ob das die letzte ist. Das letzte Mal haben wir auch einen erstellt. Ja, da waren wir bei 11, glaube ich, durch. Wo war da? Es gibt doch welche mit unendlich. Geht auch, bis man stirbt. Das kriegen wir hin. Das können wir gut. Jetzt, da wird dann mal wieder gesperrt. Nee, du, weil du in Deckung bist, deswegen geht das nicht. Du musst quasi offen stehen, dann geht das, glaube ich. Nein! Oh, ja, siehst du. Jetzt ist es Militär. Oder bin ich doof? Doch, das ist Militär. Sieht so aus, ja. Sorry, Jungs. Mich hat's gekillt. Ja, Fort Sancudo ist eigentlich direkt um die Ecke hier. Ja. Ja. Warte mal, ich glaube ja. Oh nein. Was ist das? Scheiße. Ich komme so mit Dead. Super cool. Zwei Helis. Panzer vor allen Dingen. Panzer? Ja, direkt von meiner Nase. Ja, Marco, vor dir den Panzer, nimm den doch. Nein! Da kann ich einsteigen. August, die brechen hinter dir durch, dreh dich um! Oh Mann! Du kannst doch da nicht. Du kannst doch da nicht einsteigen, Sven. Wenn du da drüber gehst, bist du im Dingsbereich. Ah, ich sollte die scheiß Granaten viel, weglassen. Alter. Ja gut, okay, das war zu viel. Ja. Ja, Sven ist zu früh gestorben und ich bin dann direkt hinterher mit der scheiß Granate. Alleine mit dem scheiß Bomber. Naja. Aber ja, trotzdem relativ gut gelöst. Also war jetzt nicht zum Ende, aber. Und trotzdem bin ich wieder. Nee, ich glaube nicht. Zweitmeisten Punkte. Irgendwie schade, dass man die überleben muss.